brauchen halt wirklich Industrie. Und das werden wir jetzt hier oben machen im Erzgebirge. Wir werden jetzt Erzgebirge bauen. Sozusagen. So, zack. Dafür werden wir hier eine eigene Autobahnauffahrt bauen. Eigener Autobahnanschluss wird das Erzgebirge bekommen. Ganz einfach, weil das am besten ist für so Industrie und vor allem so riesige Industriegebiete, die ich jetzt anlegen werde. Und da braucht man für das Erzgebirge auch wieder Arbeiterviertel. Ja, eigentlich wollten wir hier ein schönes, eine schöne, saubere Stadt bauen. Jetzt bauen wir wieder riesen Industriegebiete. Das ist irgendwie doof, was ich hier mal mache. So. Ach, das war daneben. Ja, ich müsste alles wieder wegreißen. Auch schön. So. Das nochmal weg, das nochmal weg, das nochmal weg, das nochmal weg. Ja, das nochmal weg, dann haben wir es eigentlich. So. Und dann haben wir das eigentlich schon mal angeschlossen hier. Ja, es ist ein bisschen nicht ganz so gerade, aber es geht. So. Und dann können wir das hier nochmal anschließen. So, perfekt. Und dann kommt hier unser neues Autobahn Richtung Erzgebirge sozusagen. Lass uns mal schauen, wo wir die Ressourcen haben. Die haben wir hier. Boah, ist das ein Riesengebiet, wo wir diese Erzressourcen haben. So. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt einfach mal, dass wir dann vielleicht hier wirklich so einen großen Kreisel hinbauen in die Mitte. Also ein großer Kreisverkehr. Und dann hier die einzelnen Gebiete abfahren können mit der von der Straße her. So. Ich überlege auch, wie ich die anwende. Über einen Bus, über Zug. Also das sind jetzt Gebiete, die jetzt so weit auseinander liegen, da würden wir, glaube ich, eine Zugverbindung würde sich da anbieten. Den Zug haben wir bisher noch gar nicht eingesetzt. Aber wir haben auch kein Geld mehr. Wir haben unser ganzes Geld ja für die anderen Anlagen da gebaut. Ich baue hier wieder zu groß. Ich baue wieder über meine Verhältnisse, aber das kann ich sehr gut. So. Was Wasserwerken, Duschen, Flaschenwasser, was heißt denn jetzt schon wieder? Kein Wasser mehr. Oh, Abwasser schon wieder. Was ist denn mit diesen Abwasserdings mal los? So, was ich jetzt mal machen wollte, ich wollte mal dieses, ihr wisst schon, dieses regionale Produkte ausprobieren. IT-Cluster. Urkannenführerzuführung. War das das hier? Lokale Herstellung da. Mal gucken, was passiert. Auf dem Gebiet. Mal sehen, was wir. 12 von 100 von 15.000, krass. Bevölkerung 50.000, wir sind gerade mal bei 20. Also wir brauchen noch Bevölkerung. 10 verschiedene Parks. Das könnten wir bald mal wirklich mal erledigen. So, Parks. Parks. Großer Spielplatz. Sowas würde sich doch immer anbieten. Vielleicht sogar auf dem Gebiet, wo später auch wir noch ein bisschen Park dazu bauen würden. Weil das ist ja so ein bisschen dafür offen gehalten sogar. Zack. Ein botanischer Garten. Ne, der finde ich fast zu groß. Ein kleiner Park. Was ist denn hier? Hundepark. Also ein Hundepark können wir noch zwischenklatschen. Und hier noch ein. So ein chinesischer Garten, um von allen Seiten das so ein bisschen abgedeckt habe. Was für eine wunderbare Stadt. Glücklich hier zuvor. 25.000 Geld erlangt, okay? Aber hätten wir die ganze Zeit Geld gekriegt, wenn wir vernünftig gebaut hätten. So. Was können wir denn hier hinbauen? Anglerinsel.
Auch geil, ne? So eine Anglerinsel hier hin. Auf jeden Fall ist jetzt eine Straße. Könnten wir da nicht irgendwie eine andere Straße anbinden? Sag mal, was ist das hier eigentlich? Straßenzustand. Ach, wir könnten noch mal eine, stimmt, wir könnten noch mal eine Autobahnmeisterei bauen, eine Straßenmeisterei. Das wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll. So. Dann haben wir das auch mal gebaut. Wir wollten noch weitere Parks bauen, ne? Parks, Parks, Parks. Was haben wir denn noch hier so anzubieten? Jetski-Verleih, Angelturm, Beachvolleyballplatz. Ein Beachvolleyballplatz wäre halt super, ne? Finde ich halt super schön. Das ist neben der Straße platziert. Wir machen mal hier hin. Ich meinte aber, dass wir irgendwie auch Wege jetzt zu Straßen machen können. Habe ich irgendwie gelesen. Ich weiß auch nicht. Wo genau? Reitstall wird jetzt hier irgendwie nicht passen. Skateboardpark. Ein Skateboardpark passt hier immerhin. So. Sehr gut. Was haben wir hier? Ein Platz mit Bäumen. Ja, sowas können hier in die Innenstadt mit rein, würde ich sagen. So, vielleicht hier noch einen. Hier könnten wir noch einen Park hin machen. Vielleicht noch einen großen Park. So, irgendwie sowas. Ne, was haben wir dahinter? Das ist ein kleiner Spielplatz. Park mit Bäumen. Machen wir mal Park mit Bäumen hier hin nochmal. Und ein kleiner Spielplatz geht auch einfach so. Zack. So, um einfach wirklich 10.000, also wir kriegen die ganze Zeit Geld hier reingeschossen, weil wir die ganze Zeit die Bevölkerung erfreuen. Das hätten wir vorher mal machen sollen, ne? Kleiner Park, hier nochmal in die Ecke. Zack. Sehr gut. Dann. Was haben wir hier? Ein Tropengarten, ja, den haben wir schon. Hier war ein Anglerinsel, die haben wir auch schon. Schwimmendes Café, hier brauchen wir noch ein bisschen was für. Wir müssten auch irgendwie so einen Weg bauen können. Das muss ich mal herausfinden, wo dieser Weg ist. Edle Bank. Ja, das ist schon geil. Passiert da was, wenn ich das baue? Nee, das ist einfach nur Accessoire, wie gesagt. Wenn ich hier sowas baue, ist auch egal, ne? Das ist den relativ Wumpe. So. Stadtkasten, Sandkasten. Ja, wie gesagt, ich wollte so einen eigenen Park, werde ich hier auch noch, wie gesagt, soll hier eigentlich hin nach Neustadt. Was haben wir denn noch? Krankenhausplatz. Sind das auch Plätze, ne? Statue des Wohlstands. Komm, wir bauen mal sowas hier hin. Hier irgendwie mit an die Kante. Zack. Was haben wir denn hier noch so? Was hätten wir hier noch so? Ein Festivalgelände. Ein Festival wäre ja auch geil. Ein Festivalgelände. Vielleicht hier hinten irgendwie. Das ist halt natürlich laut, ne? Unterhaltung, Lärmbelästigung 100, ja. Aber das würde ich gerne mal bauen, ehrlich gesagt. Passt aber nicht wirklich hier hinten rein. Transportturm. Also ein bisschen hier ins Zentrum. Ein paar Türme einsetzen, fände ich auch cool. Zack. Einkaufszentrum der Mäßigung. Das ist aber auch laut, ne? Lärmbelästigung, Unterhaltung 100. Ich überlege, ob wir hier sowas hinbauen könnten. Hier so zwischen. Genau so. Zack. Und dann vielleicht noch ein bisschen. Hier würde ich noch ein bisschen vor den Parks bauen, wirklich. Panda-Schutzgebiet, okay. Was machen wir hier noch? Bevölkerung. Verkehrsplatz. Bootsphäre-Museum. Also, wir können, wie gesagt, einiges freischalten, was wir noch nicht getan haben. Freundlicher Stadtpark. Freundlicher Stadtpark, komm. Was können wir auf jeden Fall hier irgendwie hinsetzen? So, zack. Dann. Alter, jetzt beulen sich ja die Städte hier wahrscheinlich mega aus. Die Gebäude werden jetzt hier ziemlich hoch gehen vom Level. Aber die Autobahnsiedlung hat immer noch keine Stadtparks und so. Und Feldheim auch noch nicht. Feldheim braucht auch noch weitere Städte. Gebäude oder so. Weitere Parks. Aber eigentlich, guck mal, die sind auch schon gut versorgt. Wahrscheinlich, weil die hier im Grünen liegen, am Wald, ne? Das zählt wahrscheinlich auch. So. Also, das ist zumindest logisch, wenn das zählt.
Und unser Autobahn, unterirdisches Autobahnsystem ist wahrscheinlich völlig überlastet. Lass mal eben schauen, wie es aussieht. Verkehrstechnisch. Es geht aber. Ich hätte jetzt gedacht, das staut sich viel mehr hier auf. Das geht, das geht, das geht. Das ist in Ordnung. Ich hätte gedacht, das staut sich bis... Weiß nicht. Gehen wir auf die Straße bis irgendwie, keine Ahnung, bis hier hinten oder so. Aber nein. Das scheint zu gehen. Hm. Müll. Wie sieht es mit Müll aus? Haben wir irgendwie ein Müllproblem oder was? Unseren Müllanlagen da hinten. Problem ist, jetzt haben wir natürlich den Müll nur für die Richtung ausgelegt und dann trotzdem auf der anderen Seite noch was gebaut. Aber das können wir natürlich ändern. Wir können hier auf eine andere Seite eine Anbindung bauen. Das werden wir noch gleich mal machen. Das Problem ist, das werden noch alle anderen Fahrzeuge nutzen. Mal gucken, wie ich das gleich hier anbinde. Aber noch haben wir ja unser Erzgebirge noch gar nicht gebaut. Erzgebirge kommt ja noch. Erzgebirge, aua, da hinten. So, wie sieht's hier aus? Alles gut, alles gut. Wir wollten Parks bauen. Parks. Karussellpark. Ja, nee, ich will mal gucken, ob wir nicht... Hier hätten wir doch so schöne Parks. Gerichtsgebäude. Offizieller Park, ein offizieller Park. Okay. Nee, ich weiß nicht, irgendwas muss hier auch irgendwie, was hier zupasst. Aquarium, was haben wir hier? Service, Büroturm, Wissenschaftszentrum, nee. Meer- und Wolkenkratzer. Den würde ich ein bisschen mit in die Stadt stellen hier. Vielleicht so ein bisschen eher das Gebiet hier, weil hier noch nichts ist. So, zack. Dann würde ich... offizieller Park. Haben wir noch irgendwas Günstiges am Park mäßig? Zentralpark. Boah, 200.000. Krass. Krankenhausplatz. Oder hier so eine Statue zumindest können wir doch hier mal hinstellen. So eine Arbeiterstatue. Ich würde das vielleicht eventuell so ein bisschen hier hinstellen. Zack. Oder vielleicht noch ein Park hier. Also wirklich ein Park hier noch neben. Hundepark können wir doch auf jeden Fall noch mal hier hinsetzen. Zack. Und dann vielleicht hier hinten noch irgendwie kleiner botanischer Garten. So, dann haben wir doch das ganze Viertel auch schön abgedeckt. 14.000 verdienen wir. Also das bringt auch richtig Geld geführt. Parks und einzigartige Gebäude und Parks. Also wir haben wirklich ziemlich viel hier. Aber da sind die wirklich nicht so fröhlich. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht jetzt Hundepark kommt. Also dieser kleine Hundepark, den finde ich, der passt immer hier auch ganz gut in dieses Gebiet hier rein. Das würde ich so ein bisschen abgedeckt kriegen hier in Feldheim. Ja. Sollte erstmal reichen. Was sagt er hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ach, wir brauchen wahrscheinlich mal in, müssten mal in Richtung Uni gehen. Universität, freie Schule, was haben wir hier? Schule Bildende Künste oder sowas hatten wir doch noch. Na genau, Institut für Bildende Künste und Institut für Moderne Technik. Okay. Lass uns erstmal eine normale Uni hinsetzen. Ich würde sagen, Zentrum? Das alte Industriegebiet. Das wird jetzt... Soll das so ein bisschen Uniplatz werden? Keine Ahnung. Unigebiet. Hier oben vielleicht Uni am Berg. Fände ich irgendwie auch cool. Aber so ein bisschen, dass man so ein bisschen Unigelände hat. Vielleicht sogar mehrere Hochschulen nebeneinander. Hochschule, Uni und so nebeneinander. Fände ich cool. Die Frage ist, wo? Das ist gut erreichbar. Das muss eine gute Erreichbarkeit haben. Vielleicht kriegen wir dann sogar eine Uni-Bahn hier. Vielleicht, ja, hier hinten? An dem Ende? Wäre eine Möglichkeit, ne? Dann steckt ja eigentlich die gesamte Stadt ab, glaube ich. So. Ne, es deckt nur genau bis hier ab. Oh, sehr schön. Ich dachte, das geht weiter. Hier nochmal eine hinstellen. War vielleicht der falsche, wirklich der falsche Ort. Ich dachte wegen Verkehrsanschluss, aber... Wir nehmen die mal wieder weg. Ja, ich weiß, es war sinnlos, gerade Geld basten. Aber ne, wir kriegen es zurück. Sehr schön. Ich glaube, man kriegt das über eine gewisse Zeit auch zurück. Aber, wir brauchen halt einen guten Anschluss für die Uni. Ich weiß nicht, ob ich die Uni nach Neustadt setzen will. Hier haben wir doch irgendwo eine... Haben wir denn hier eine... Haben wir nicht irgendwo eine Straßenbahnstation hier? Hier, perfekt. Dann lass uns das doch hier diesen Bereich hier zwischen nutzen. Und da die Uni hinstellen, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ich glaube, hier ist ganz gut.
So. Ich glaube, bis zum Autobahnviertel wird es jetzt nicht reichen. Obwohl, geht sogar. Knapp ran noch. Aber sonst. Haben wir jetzt auch eine Universität. Ich würde aber hier mal gucken, ob wir die gut genug angebunden haben, verkehrstechnisch. So, ein bisschen die staut sich. Neustadt staut sich aber ganz schön der Verkehr hier. Hier das Krankenhaus, also Neustadt ist schon das größte Stadtviertel bisher. So, ich überlege, ob ich das hier noch ein bisschen ausbaue. Das, da haben wir noch ein bisschen Platz. Komm, den Platz nutzen wir jetzt auch. Wir bauen das noch ein bisschen aus hier. Zack. Dann noch ein bisschen so, komm. So, zack. Ach, da ist ein Park. Ja, ich wollte gerade sagen, warum kann ich das gar nicht anbinden? Dann ergibt das Sinn. Dann können wir das nochmal hier wegnehmen. Komm. Und dann können wir hier nochmal ansetzen. Dann können wir hier so durchgehen, genau. Und dann hier nochmal so. Zack. Und dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen... Ach, wir versuchen sogar gar nicht so viel. Wohngebiet brauchen wir gar nicht mehr. Aber ich würde gerne ein Wohngebiet bauen, weil wir halt... Wir können ein bisschen Gewerbe hier dran setzen, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Aber also ich würde lieber auch ein bisschen Wohngebiet dran setzen. So. Ich überlege, ob wir einen Bahnhof gleich mal bauen. Wir wollten ja Züge, obwohl wir brauchen Züge Richtung Erzgebirge, wenn wir da hinten da später das die riesigen Industrieanlagen haben, werden da später die Züge hinfahren auf jeden Fall. So, zack. Ich überlege, ob wir ein Tourismusgebiet bauen. So ein kleines Tourismusgebiet hier oben vielleicht. Oh, wir haben ein Problem mit Toten, sehe ich gerade. Weil wir auch keine Müllverbrennungsanlagen haben. Müllverbrennungs, ja. Auch mies. Ich meine Krematorien. Schön. Ich mag es aber nicht, wenn Krematorien in Stadtgebieten liegen. Deswegen werden wir uns jetzt mal schön... Hier hinten könnte man eventuell... Hier hinten... Holzverarbeitende Industrie. Ja, komm. Hier im Wald werden sie verbrannt. So. Friedhof würde ich aber auch noch gerne hinsetzen. Haben wir nicht einen kleinen Friedhof? Ne, wir haben den großen, ne? Turn- und Fitnesshalle. Okay. Können wir hier vielleicht noch, vielleicht hier so noch einen Friedhof hinsetzen. Neustadt brauche ich auch auf jeden Fall noch einen Friedhof. So, zack. Hinten, Feldheim, Feldheim auch noch einen Friedhof? Ach, Feldheim kommen wir. Nicht klotzen, sondern, nicht klotzen, nicht kleckern, sondern klotzen, so rum. Den Spruch meinte ich. Dann lass uns doch Feldheim auch noch einen Friedhof geben. Dann sind die auch zufrieden. Dann freuen die sich auch einen Keks. Ist doch auch gut. So. Was könnten wir noch bauen? Wir wollten... Wie weit sind die hier? Sind die jetzt endlich mal fertig? 9% noch voll. Bald ist er leer. Bald können wir da endlich unsere neuen Energiequellen ausprobieren. Gewerbegebiete bräuchten wir. Und wir brauchen hier oben Wasser. Die werden wir wahrscheinlich mit dem Bus anbinden, denke ich mal, hier oben die Gebiete. Dass wir hier Busanbindung haben. Das wäre eine Idee, oder? Ja, komm, Bus. Geht immer. Der gute alte Bus. Der wird dann auch einmal hier unten runterfahren. So, zack. 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 So, vielleicht schicken den einmal hier unten rum, würde ich sagen. Einmal hier runter rum um die Stadt. Wo eigentlich könnten wir noch hinten den schicken. Was macht er denn da für Quatsch? Kommen wir da nicht rein? Das ist eine Einbahnstraße hier. Ein bisschen langsamer. Wenn wir jetzt hier anhalten, kommen wir da nicht in die... Doch, kommen wir doch rein. Klar kommen wir da rein. Ach nee, war hier schon eine... Ah, okay, war hier schon eine Haltestelle gesetzt haben, kommen wir da nicht rein. Kommen wir nämlich hier rein.
Dann hier an der direkt U-Bahn-Umsteigemöglichkeit. Hier. Hier. So. 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 Ich glaube, ich baue noch einen Gegenbahnzug, also gegen Bus. Also wir bauen jetzt mal einfach mal zwei Linien, die so entgegengesetzt fahren. Um den Verkehr hier von... haben wir nur da und dann gar nicht mehr? Hier, die können wir doch wegnehmen. Hier, was ist das denn für Quatsch? Warum habe ich denn hier schon wieder eine Haltestelle hingesetzt? Da wäre eine Haltestelle als nächstes sinnvoll. So. Hier oben. Das ergibt schon Sinn. Hier auch. Hier. Nein. Zack. Hier auch. Hier auch. Und dann haben wir hier noch irgendwo eine. Ja, da. Genau. Das ist das Ende. Ich würde sagen, wir nehmen hier die eine Haltestelle weg. So. Also hier waren ja irgendwie zwei hintereinander. Zack. Und zack. Wir finden ein bisschen sinnlos. Deswegen würde ich sagen, hä, was ist mit einer Linie? Okay, dann fährt die andere eben. Lassen wir die. Hier nehmen wir eine zu. Und ich würde sagen, da nehmen wir eine weg. Genau so. Perfekt. Und da wollen wir gucken, dass auch ein bisschen die Neustadt an den Verkehr angeschlossen ist, an die U-Bahn. So. Ja, die U-Bahn dürfte das locker packen hier, das Ganze, was wir da haben. An Leuten. Ich überlege aber, ob wir von Neustadt den Zug fahren lassen. Das ist hier oben irgendwie ein Bahnhof bauen. Der fährt dann hier rüber. Irgendwie müsste er hier immer rüberfahren. Oder drunter durch. Also vielleicht geht er auch unter die Stadt. Hält dann nochmal. Eigentlich wäre es schön, wenn er in der Innenstadt auch halten würde. Also wenn wir hier irgendwie eine Bushaltestelle hätten. Eigentlich könnten wir hier auch irgendwie, ich hab mal vielleicht sogar einen Bahnhof hier irgendwo in dem Gebiet hier, noch einen Bahnhof hinzusetzen, wenn wir nicht so groß haben. Wir müssten uns dann aber überlegen, ob wir nicht mal bald mal in das Erzgebirge anfangen. Das sollten wir wirklich gleich mal tun. So, aber wir brauchen halt auch eine Anbindung dafür. Ein Bahnhof hier vielleicht irgendwo. Naja, wir brauchen halt echt Platz dafür. Bereits belegt. Hier. Ah, hier ist ein Park im Weg. Die könnten wir aber notfalls umsetzen. Hier ist die Autobahn im Weg. Aber ich finde das Gebiet hier halt wesentlich schöner. Dann müssen wir hier mal stoppen. So, zack. Hier kommt später, hier kommt jetzt der Bahnhof hin. Aber den können wir gleich wieder hinsetzen, den hier. Oder wir machen ganz einfach den hier. Da ist eh nicht viel Verkehr drauf. Ich weiß, das ist ein bisschen unlogisch hier, jetzt, was ich jetzt mache. So, zack, zack, zack. Aber das werde ich jetzt einfach mal so machen und werde hier dann den Bahnhof hinsetzen. Gebiet da, perfekt. War kein großen. Großer Endbahnhof, großer Bahnhof. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nur einen kleinen erstmal. Wir werden der eine Linie bauen, deswegen brauchen wir doch keine großen Bahnhöfe. Dann würde ich sagen, hält der noch in Neustadt, und zwar hier oben irgendwo. Umsteigemöglichkeit zum Bus hier. Genau, das wäre super. Genau, da war es doch gerade. Genau. Da. Dann hält er hier. Dann würde ich ihn hier oben halten lassen. Den Zug. Nicht genug Geld. Ja, okay, wir haben wieder zu viel Geld ausgegeben. Wie viel kostet der? 45.000, okay. Und dann fährt er dann bis ins Erzgebirge hoch. Dann haben wir eigentlich alles angeschlossen. Und vielleicht sogar ein bisschen den Verkehr entlastet. Und wir müssten ja, ach, wir wollen ja auch, ich denke auch nie an die wichtigen Dinge. 90.000, die haben wir überhaupt nicht gerade. 7.000, dann hätten wir, komm, zack. Ach, wir können 200.000 nehmen, ne? Komm, nehmen wir die 200.000 einfach mal. Nehmen wir die 40.000 gleich, 60.000 gleich mit. Bei 300.000 ist gut, da haben wir erstmal ein bisschen Kohle. Und können hier erstmal ein schönes. Es ist jetzt endlich leer. 4%. Die werden aber auch nicht fertig da. Gut. Dann bauen wir es jetzt so. Bauen wir das schon mal daneben, hätte ich jetzt gesagt fast. Genau. Zack. Vielleicht kommt daneben noch tatsächlich. Dann noch das Solarkraftwerk, dass wir das hier noch irgendwie hinsetzen. Nicht genügend Treibstoff. Ach genau, die Kohlekraftwerke geben langsam mit Geist auf. Und die sollen ja eigentlich auch weg. Die sind ja eigentlich auch nicht
auf ewig gedacht. Die kommen jetzt auch langsam weg. Wir fallen langsam die Kohlekraftwerke aus unserem Dings nehmen, was wir schon ewig vorhatten. Weg mit der Kohle. Wo haben wir denn noch ein Kohlekraftwerk? Hier noch? Tatsächlich. Zack. Was war das denn jetzt gerade? Was habe ich denn da weggerissen? Oh, hier hinten haben wir ein Müllproblem, ne? Relativ groß. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, ehrlich gesagt. Weil die Autobahn dicht ist. Oh. Oh. Oh, ach. Jetzt ist genau das passiert, was wir gedacht haben. Wie unsere glorreiche Autobahnlösung, unterirdische Autobahnlösung, gibt langsam den Geist auf. Mhm. Und genau an der Stelle, wo ich mir gedacht habe, dass der Geist aufgibt. Das war, glaube ich, weniger glorreich, was ich davor hatte. So. Vielleicht irgendwie nochmal. Ich probiere jetzt nochmal ein bisschen was zu retten, aber Frage ist, ob ich jetzt nicht noch alles viel schlimmer mache. Na, komm her, so. Genau, mach mal so. Vielleicht geht's. Das ist natürlich eine blöde Kreuzung jetzt hier. Ne, das ist echt eine blöde Kreuzung. Schwachsinnskreuzung hier. So. Was nicht hier irgendwie. So, es geht doch. Es geht doch. Es geht doch alles. Super. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier gucken, ob das irgendwie funktioniert, dass vielleicht so ein paar Leute jetzt hier oben rausfahren dann eher. Oder sind das alles Müllwagen, die jetzt wieder hier. Wie viele Müllwagen hier stehen. Ich glaube, das sind wieder 90% Müllwagen. Biostoff-Müllwagen. Okay. Biotreibstoffmüllwagen, okay. Wollte ich verschwinden alle, weil die hier nie grün kriegen. Warum kriegen die hier nie grün, diese Ampel? Echt, die kriegen nie grün, die Seite. Guckt euch das mal an. Die hat jetzt wieder grün, die andere Seite. Jetzt haben sie grün. Das hat ja sehr lange gedauert. Die haben echt nur 2 Sekunden grün hier an dieser Ampelphase. Weil die Auto wahrscheinlich denkt, das ist die unwichtigste Straße hier. Die Seitenstraße, die Ampelschaltung. So, guck das mal an. Die anderen haben deutlich länger grün, die haben jetzt wieder grün. Ich müsste die jetzt auch mal länger grün haben. Die immer so 3, 4 Autos kommen rüber und dann wieder rot. Das ist nicht gut. Ich überlege wirklich, ob wir die. Aber guck doch mal an, das sind alles Müllwagen hier. Ist das krass. Das sind ja wirklich alles Müllwagen. Aber dieser Stau hat sich jetzt noch ein bisschen wieder aufgelöst. Hier staut sich der ganze Verkehr nur auf. Okay, das kriegen wir hin. Da wollten wir eigentlich was anderes machen. Da werden wir jetzt ein bisschen umbauen. Hier haben wir eine 2-spurige, dann bauen wir hier eine 4-spurige Straße raus. Eine 4-spurige Autobahn auf dem Bereich. Das hatte ich ja eh vor. Mit Kleid, meinetwegen auch mit. So, das müsste doch jetzt deutlich besser laufen. So, nee, die wollen sie ja trotzdem alle links einordnen. Gut, dann bauen wir hier noch eine 2-spurige raus. 2-spurige, hier haben wir sie. Das will nicht, okay. Stoppen. Dann ein Stückchen hier wegnehmen. Dann wieder einmal hochgehen, danke. So. Dann wollen wir das hier mal drehen. Drehen wir hier rein und dann gehen wir hoch. So, zack. Und dann gehen wir hier rüber. Ja, gut. Da wird es hier eben einspurig, vielleicht geht es trotzdem, mal gucken, wenn wir den Verkehr ein bisschen besser geregelt kriegen jetzt hier. So. Mal gucken, ob sich hier gleich was staut, ich weiß es halt nicht, ob das geht. Es läuft aber schon mal besser, glaube ich. Hier. Obwohl, ne, der Verkehr läuft ja immer noch vor dem anderen. Ne, wir müssen den hier verkleinern. Aha, wir müssen das hier verkleinern vielleicht. So, zack. Wenn wir den jetzt auch verkleinern, dann kommt wahrscheinlich gar kein Verkehr mehr durch. Vielleicht kriegen wir den. Na ja gut, der könnte ja schon hier ranfahren. Die können ja schon hier rausfahren, dann da drehen und dann da rausfahren. Tun sie aber nicht. Und das wahrscheinlich zu weit ist, aber die wollen alle in die Stadt. Ich überlege gerade, wie ich am besten diese Verkehrsverbindung jetzt hier baue. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wie sieht es eigentlich finanziell aus? 363.000. Wie viele Einwohner haben wir? 25.000 Einwohner. Die Hälfte haben wir.
Durch den Bürger zu verhindern, über 85, das passt. Ja, diese biologisch selbst erzeugende Scheiße brauchen wir noch, oder dieses Öko-Dings. Öko-Gebiet, hätte ich fast gesagt. So, wir wollten hier noch eine Haltestelle ranbauen. Fällt mir gerade ein. Hier sollte dann noch der Zug auch noch mal halten. Genau. Dann lass uns doch schon mal die Gleise legen. So. Geradeaus? Nee, Entfernung zu gering. So. Es muss leider jetzt sein, dass wir ein bisschen wegreißen hier. Hallo, ich will keine schrägen Gleise bauen. Ich will vernünftige Gleise legen. Wir müssten jetzt da hochkommen nach dem Bahnhof. Oh ja, das ist. Da werden wir auch wieder so eine Rampe bauen für Züge hier. Was in vor Transport, wie wir jeder sagen würde, wie sieht das denn aus? Aber in City Skylines gibt es sowas. Aber solange wir hier nicht so komische Ecken bauen wie auf City Skylines, boah, ist alles in Ordnung. So, nehmen wir das nochmal weg. Hier. Dann hier wieder runter. Dann schauen wir uns das mal an hier. Das geht noch vom Hochfahren. Hier ist ein bisschen steiler. Die Auffahrt. Auf gut Deutsch gesagt, hier ist wirklich ein bisschen steiler. So, hier müssten wir eigentlich jetzt mit einem Bahnübergang rüber, ne? Ups. Das ist auch nicht schlau. Eigentlich mit einem Bahnübergang jetzt hier auf die Hauptstrecke rüber. Geht eh nicht. Das geht, ne? Wir kommen auch, glaube ich, über Straßenbahnstrecken mitten. Der Bahnhof ist hier Schwachsinn an der Stelle. Ist wirklich leider wahr. Ich hätte ihn gerne dahin gesetzt, weil wir dann wirklich hier direkt am Zentrum eine Aussteigemöglichkeit haben. Oder wir machen ihn als Kopfbahnhof. Ah, das wäre auch eine Idee. Wenn wir jetzt hier sagen, wie groß ist der Kopfbahnhof? Ja, ein bisschen zu groß. Ich würde ihn am liebsten so hier hinsetzen. Oder wir machen das einfach. Oder wir reißen einfach alles weg und machen es einfach. So wie ich das meistens mache. Jetzt will ich, ich will den großen Kopfbahnhof hier dran haben. Und deswegen werde ich jetzt auch tun. Wie groß ist, wie teuer ist denn der? Mal gucken. 60.000, ja, wir haben fast 400.000 Euro und Geld. Also ein bisschen Geld haben wir jetzt zur Verfügung, zum Glück. So, ja, das muss nochmal weg hier. Die Schiene kommt ja auch nochmal weg, also die ist ja auch nur... So, zack. Zack. Dann bauen wir hier unterirdische Straße runter. Komm. Nee, erstmal muss der Bahnhof hin, sonst sehen wir ja gar nichts. Der Bahnhof hier, genau. Zack, da kommt er. Der Riesenkopfbahnhof. Und dann müssten wir hier das wegnehmen, weil wir jetzt hier gleich unterirdisch gehen. Also direkt. Gehen hier raus und gehen dann direkt runter. Genau so. Und den werden wir jetzt so hier anschließen. Zack, perfekt, passt doch. Und dann wollen wir die Gleise hier rausbauen auf unserem schönen Kopfbahnhof hier. Am Zentrum direkt. Gefällt mir wirklich gut, dass der direkt am Zentrum jetzt hier liegt. Also direkt, wirklich. Ich würde am liebsten hier noch eine U-Bahn-Strecke wirklich haben. Also am liebsten würde ich hier die U-Bahn nochmal in die Richtung fahren lassen. Vielleicht können wir es machen, dass wir... Das wäre ja sinnlos, wenn wir jetzt hier einen Bahnhof hätten und... Oder der Bahnhof kommt nur weg. Ich weiß nicht, ob der so sinnvoll ist. Ich würde überlegen, ob wir hier eine U-Bahn-Strecke hier oben hochbauen und dann hier vom Bahnhof in U-Bahn bauen. Aber wir brauchen halt auch Gleise für den Bahnhof, sonst ist der Bahnhof halt sinnlos. Ach komm, dann bauen wir hier auch nochmal eine Verbindung. So eine kleine Regionalbahnverbindung von nach Neustadt. So. Haben wir zumindest ein Gleis schon mal genutzt vom neuen großen Bahnhof, der viel zu groß ist, aber ich fand ihn halt cool. Ja, wir haben, wie gesagt, keine anderen Bahnhofsmodelle, weil wir halt nur mit den Standard spielen und ohne Mods. Deswegen spielen wir jetzt mal mit Standard-Bahnhofsmodellen. Das ist auch schön. So. Und hier hinten würde ich gleich an U-Bahn-Station würde ich nochmal eine Haltestelle bauen. Bahnhof. Bahnhof, wo haben wir denn hier die U-Bahn-Station? Da haben wir sie. Okay, dann würde ich sagen, entweder hier vor oder dahinter. Dahinter. So, zack. Und dann bauen wir denn hier die U-Bahn-Station. So weit höher? Ne, die ist doch hier unten irgendwo. Da ist sie doch, direkt daneben. Okay.
So, der muss jetzt hier runter einmal. So, zack. Dann würde ich den Teil nochmal wegnehmen, dass das auch passt. So, zack, zack. Und dann haben wir das hier auch angeschlossen. Und jetzt fährt unser schöner Zug hier hoch und fährt dann da raus und fährt dann hier in den Hauptbahnhof. Gut. Und dann soll hier noch eine Strecke Richtung Erzgebirge rausgehen, ne? Die hier über das Autobahnviertel führt sozusagen. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Weißt du nicht, was wir mit den ganzen anderen Schienen da machen aus dem Hauptbahnhof? Oder werden wir mal gucken, was wir damit machen? So. Oder wollen wir unter... Nee, lass uns mal runter durchgehen. Dieses ganze Eisenbahnbrücken-Gehabe immer finde ich auch nicht so schön. Lass uns lieber runter durchgehen mit der Eisenbahnschiene. So, obwohl wir müssen ja jetzt vor dem Tunnel noch, aber das kriegen wir hin. Dann müssen wir hier raus, ne? Ne, wir können eigentlich bis hier runter durchgehen. Und machen wir nichts kaputt von der Landschaft und gehen dann hier einfach wieder hoch. Genau, sehr schön. Dann müssten wir hier gucken, dass wir dann... Das ist auch witzig hier. Es geht? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ort? Der geilste Badeübergang der Welt. Sorry. Ist so. Und können wir, jetzt können wir, jetzt müssen wir eine Straße daran haben, dann haben wir einen richtig coolen Badeübergang. Kriegen wir eine Straße hier raus? Tatsächlich. Ach, wie geil. Guckt euch das mal an. Komm, wir können eigentlich auch diese beiden Stadt kommen. Hier ist so viel Verkehr, wird wahrscheinlich nicht rüberlaufen. Können wir die beiden Stadtviertel auch mal verbinden? Wohl, nee, das macht unsere ganze Sache kaputt. Wir wollen die nicht verbinden, wir wollen ja die Tram nutzen. Ja, ja, das war wieder so schlau. Nee, lass uns erstmal da lassen. Ich finde den Bahnübergang so geil mit der Ecke hier. Eckbahnübergang, okay, kann man machen. Und dann, wie gesagt, geht's hier Richtung Erzgebirge. Wir haben 210.000 immer noch. Da können wir eigentlich mal anfangen, hier wirklich in unser neues Industriegebiet hier zu bauen. So. Dann einmal gucken, wo wir anfangen. Hier vielleicht links. Ja, das ist direkt drauf. Lass uns doch hier vielleicht direkt... ich würde die sogar hier voll ausbauen, dass wir hier eine vierspurige Autobahn haben. Kreise, weil da wird so viel Verkehr drauf liegen. Als wichtigste Verkehrsachse. So. Ich glaube, wir bauen dann auch so, binden hier direkt diesen an und bauen dann hier so raus. So. Und binden dann hier das nur über so eine zweispurige an oder über eine einspurige, weil wir kaum Verkehr haben werden, der von dieser Autobahn hier reinfährt. In den Kreise. Das wird es, glaube ich, kaum geben. Im Gegensatz zu dem Verkehr, vielen Verkehr, der herausfahren wird. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal einmal die Maße an. Ja, das ist relativ groß. Da können wir einfach mal dieses klassische Industriegebiet-Design, was ich öfters mal mache, indem ich einfach das gesamte Industriegebiet mit einer Autobahn umkreise, mehr oder weniger, um den Verkehr da schön rauszukriegen. So. Und dann könnten wir hier das nochmal den 1er-Anschluss machen. Genau. So. Einmal umdrehen bitte, das ist Schwachsinn. So, perfekt. Und dann müssten wir natürlich den Teil ja auch nochmal umdrehen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bauen wir hier einfach die Straßen rein. Kleine Industriestraßen, die dann hier das gesamte wir können ja auch eckig bauen, das ist ja eh ein Industriegebiet, da sind runde Straßen, obwohl eigentlich, lass uns lieber rund bauen. So. So.
Genau so. Und dann können wir nochmal, eigentlich können wir jetzt auch so bauen, so zack. Dann so, zack. Dann können wir eigentlich hier auch schon mal anschließen. So, perfekt. Können dann hier nochmal rausbauen. Hier auch nochmal anschließen. So, hier oben nochmal anschließen. Und dann können die hier direkt über die Autobahn rausfahren aus dem Gebiet. Das ist falsch rum, sehe ich gerade. Das ist tatsächlich falsch rum hier. Zack, zack, sehr gut. Dann werden wir da jetzt viel Erzverarbeiter der Industrie bauen. So. Dann haben wir das hier auch eigentlich dran. Sehr gut, sehr schön. Dann müssten wir nur noch das in Erzgebirgen, in erzverarbeitete Industrie verwandeln. Bäh. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, ne? Soll ich euch mal sagen? 3 Stunden 22. Macht aber auch gerade so viel Spaß. Deswegen mache ich einfach weiter. So. So, ja, perfekt. Dann haben wir auch das schon. Ich wollte eigentlich dieses Szenario in einer Folge durchkriegen. In einer Aufnahme. Mal gucken, ob mir das noch gelingt. Dann müsst ihr wahrscheinlich 4 Stunden aufnehmen. Es könnte ein neuer Rekord werden, was ich so... Obwohl, naja, 4 Stunden habe ich schon mal. Oh, ein Stück? Schon 4 Stunden am Stück aufgenommen? 26.233 Einwohner, okay. So. Das müssen wir jetzt in... Erzverarbeitende Industrie umwandeln. Wo haben wir es? Erzindustrie, da haben wir es. Sehr schön. Ich würde sagen, wir brauchen noch Wohngebiet auch auf jeden Fall daneben. Für die Arbeiter. Ich überlege nur gerade, wo wir es bauen, weil wir jetzt ja hier überall eigentlich auch das Erzgebiet haben, wo wir eigentlich das Sachen drauf bauen. Hier unten. Vermutlich hier unten. Also wirklich so ein bisschen Arbeiterviertel. Arbeiter. Ist das Nord hier? Ja. Gut, das ist Erzgebirge Nord, nenne ich jetzt einfach. Erzgebirge. Kann ich Gebirge nicht schreiben, tatsächlich? Hey! Was ist jetzt los? Ich bin hier rausgetappt. Ey, war nicht so gewollt. Wo schreibe ich denn jetzt? Hä? Was geht jetzt ab? Ich wollte das eh auch nur da wegnehmen. Dankeschön. Gebirge Nord heißt das. Nord. Aber ich würde sagen, ich wollte eigentlich noch länger aufnehmen, aber jetzt brauche ich auch mal eine Pause. Ich verabschiede mich für diese erste Aufnahme. Vielleicht mache ich heute den Rest auch noch auf. Mit dem Blick auf unsere Stadt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder in der nächsten Aufnahme zumindest. Ja, das waren immer sehr viele Folgen hintereinander aufgenommen, aber das muss ich auch mal machen. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.